Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich habe euch beim letzten Mal unser Oreo-Eis gezeigt, das wir uns selbst gemacht haben. Da habe ich ein bisschen mehr gemacht. Das habe ich jetzt schon rausgeholt, dass es ein bisschen auftauen kann. Jetzt habe ich mir hier so zwei Trinkgläser, ein bisschen mit Schokolade innen und außen, und das zeige ich euch jetzt. So sieht das eine Glas aus. Ich habe mir jetzt hier das andere, das zeige ich euch jetzt. Normales Glas. Okay. Ich habe mir jetzt 100 Gramm Zartbitterkonfitüre einfach nur schmelzen lassen, mehr ist es nicht. Und da können wir jetzt mit einem Löffel, wenn ihr möchtet, muss aber nicht sein, mit einem Löffel reingehen, können ein paar Muster machen. Schönes Muster. Dann verteile ich das jetzt ein bisschen außer vom Rand. Gerade ein bisschen außenrum verteile und ein bisschen runterlaufen lasse. Dann habe ich mir hier zwei Oreo-Kekse, die habe ich mir ein bisschen zerbröselt. Die können wir dann jetzt auch ein bisschen drumherum schön verteilen und trocknen lassen. So, und fertig ist dann auch unser Glas, und das packe ich jetzt so für 10 Minuten in den Kühlschrank, dass es ein bisschen fest werden kann. Unsere Gläser sind schön getrocknet. Ich habe mir jetzt die Maschine geholt. Und zwar brauchen wir jetzt vier große Oreo-Kekse, die gebe ich jetzt da rein. Ich habe allerdings jetzt Oreo-Eis, deswegen mache ich weniger Kekse rein, weil da sind ja schon Oreo-Kekse drin. Also wenn ihr wollt, macht sechs große Oreo-Kekse rein. 400 ml Milch gebe ich rein. Und dann machen wir jetzt noch vier große Kugeln. Ich habe hier meinen Eisportionierer, ein bisschen warmes Wasser. Vier große Kugeln Eis geben wir jetzt noch mit rein. Deckel drauf und wir haben es jetzt schön durchgerührt, und das können wir dann jetzt auch schon mal einfüllen. Ich mache es auf zweimal. So, das haben wir jetzt schön verteilt. Ich habe jetzt noch Eis übrig, und dann mache ich mir jetzt noch so eine halbe Kugel Eis schon mal drüber. Die Kugel Eis ist noch drin, und jetzt habe ich noch 200 ml Schlagsahne. Die schlage ich mir jetzt auf, und da können wir dann gerade schon so Häubchen drüber machen. Tada! Fertig, ich habe jetzt noch ein bisschen Sahne oben drüber gegeben, habe einen großen und einen kleinen Keks mit rein, noch einen Strohhalm, und das können wir jetzt auf jeden Fall genießen. Schön, dass ihr wieder beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei seid, und schönen Tag noch. Ciao!